Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 40 von Graveyard Keeper mit den ganzen DLCs. Wir sind auf der Suche nach Öl und das brauchen wir, um Fischnuggets zu machen. Aber hier sieht es so aus, als ob wir auch hier kein Öl hätten. Ich weiß nicht, wo es ist, aber ich habe letztes Mal auch gesehen, wir müssen ja nicht unbedingt Dingens machen, die Nuggets machen. Wir können ja auch hier die Fischsuppe machen oder gebratenen Fisch. Nach dem Intro entscheiden wir, was wir da nehmen. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, okay, die Nuggets geben natürlich 30 Energie, ist klar, schnelle Reflexe, du hast mehr Zeit, einen Fisch anzufangen, okay. Hier gibt es einen guten Fischer, Fische entwischen dir nicht so oft, okay. Und hier gibt es auch noch guter Fischer, Fische entwickeln dir nicht so, okay, das ist also guter Fischer. Ist eigentlich ziemlich egal, was wir da machen. Also ich müsste das jetzt essen, damit ich diese Reflexe dann habe oder guter Fischer bin, ne? Damit ich nicht so schnell verliere. Gut, jetzt wird der Fisch da fertig. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir als nächstes? Wir brauchen noch einen Glauben eigentlich, aber hier ist ein Gebet drin, hier sind vier Glaube. Wir brauchen fünf für Schlange. Schlange kommt gleich wieder da oben. Wir sind aber schon einen weiter, sehe ich gerade. Lass uns mal gerade gucken. NPC, wer ist denn jetzt hier dran mit dem Ding? Der Kaufmann ist da. Bringt ihn hin, eine Handelslizenz, um ein Geschäft zu eröffnen. Habe ich nie Handelslizenz? Weiß ich jetzt gar nicht. Examinierungsurkunde. Geschichte. Ja, das Papier haben wir auch schon. Ruiniertes Papier. Das können wir mal verarbeiten eigentlich. Haben wir das irgendwo reingetan? Achso, das ist hier jetzt so in der Kiste oder was? Das ist jetzt nicht so, was ich da haben wollte. Hier ist ja nur Essen drin, hoffe ich. Weißes Fischfilet haben wir da. Ist draußen in der Kiste noch was? Das ist alles nicht das, was ich brauche. Silbernuggets haben wir da. Naja, hier ist es auch nicht drin. Oh. Okay, wir haben jetzt 7 Glauben. Das ist ja der Hammer, ne? Okay, dann ist dann in der nächsten Runde der Ding ins Schlange dran. Den können wir dann überzeugen. Unten haben wir auch noch eine Kiste. Vielleicht ist da das drin. Ne? Weil ich bin der Meinung, dass wir... Also in der wahrscheinlich nicht. Ne, da ist nur Fett drin. Woanders war die... Hier in der Kiste war, glaube ich, noch was, oder? Schweinslederhaut. Schnelligkeitstrank. Ah, hier ist auch das Öl dran. Nimm das mal mit. Ich war jetzt ziemlich fest von überzeugt, dass wir eigentlich diese Urkunde schon haben. Politurpaste, ne? Und dann haben wir jetzt noch nichts, wo wir es ablegen können, ne? Okay, dann ist das halt noch nicht so. Oder war das hier? Ne, hier war das auch nicht, oder? War das oben beim Friedhof? Ich glaube nicht, oder? Hat man hier was reingelegt? Nein, eigentlich nicht. Ne, hier haben wir nur die Werkzeuge reingelegt. Das passt schon. Können wir hier denn noch was machen? Friedhof hat 5. Nö. Absenden. Ach, das Kochbuch. Okay, ne, da müssen wir noch ganz viele Sachen, glaube ich, für machen. Hier können wir auch nichts machen. Hier gibt es einen Pritschentisch und so. Ne, das war jetzt auch nicht so. Ja. Ich war von ausgegangen, dass wir diese Handelslizenz schon haben. Ne, da war das nicht. Hier war das. Wo ist der Kaufmann da? Macht zu jeder Zeit Geschäfte außer Essenszeit. Bringe dem Händler eine Handelslizenz, um ein Geschäft zu öffnen. Dieser Händler braucht einen Heiltrank. Ja, das wissen wir schon. Aber ich krieg die Karte nicht jetzt hier. Habe ich hier was übersehen? Eigentlich nicht, oder? Examinierungserlaubnis. Warte mal, die nehmen wir mit. Da kriegen wir Geld für.
Glaube ist klar. Hier haben wir jetzt definitiv nichts drin, ne, oder? Hier haben wir noch eine, da haben wir schon zwei. Das bringt doch richtig Geld, oder? Da ist leeres Papier. Flüchtiges Gebet. Ne, hier ist jetzt nichts bei. So, jetzt haben wir den Fisch, das Fischessen gekriegt. Hier ist Wasser ohne Ende. Hanf haben wir auch. Lass mal gerade noch mal reingucken hier, wie viel Platz haben wir. Ah, geht eigentlich, ne? Achso, das Öl können wir noch hier lassen. Das Öl können wir noch hier lassen. Den Rest. Fischsuppe haben wir jetzt viermal. Guter Fischer. Vielleicht sollten wir angeln gehen. Wie spät ist denn das? Es wird gerade erst Nacht. Ich glaube, das schaffen wir noch, bis wir hier sind. Ich glaube, der gute Angelplatz war doch da oben, ne, oder? Gab es da guten Fisch? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht mehr. Oder mussten wir auf der Brücke auf der anderen Seite? Wir mussten auf der Brücke auf der anderen Seite. Okay. Gehen wir da gerade rüber. Und schauen, dass wir dort weiter nochmal Fisch angeln. Köder haben wir immer noch keinen, ne? Diese Maden, die wir haben, die müssen wir noch eigentlich da dran hängen können, oder? So, angeln. So, schauen wir mal. Ach so, ich sollte die Suppe vielleicht essen, damit das hier besser ist, ne? Dahin benutzen. So werde ich nichts fangen, okay. Warum geht das nicht? Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Hier macht es ganz schön Krach, ne? Jetzt haben wir da einen von. Ein Gründling. Schauen wir mal da weiter. Noch einer. Was haben wir denn hier? Da ist ein Gründling, da ist ein Gründling. Da ist aber ein anderer gewesen. Versuchen wir es doch nochmal da. Und wieder ein Gründling. Wie habe ich die anderen gekriegt? Gute Frage, ne? Ach, warte mal, ich kann mit einem Fisch. Okay. Einen großen Fisch durchführen. Ah, sehr interessant. Da kannst du jetzt hier so einen Zander oder sowas kriegen. Der geht doch oft hier auf andere Fische, ne? Oder wie war das? Ich weiß es aber nicht. Bin kein Angler. Okay, wen haben wir da jetzt? Ein Barsch. Okay. Gucken wir, ob wir den nochmal kriegen.
Ja, immer noch ein Barsch, ne? Ja. Komm, einer geht noch. Und dann haben wir auch noch einen. Passt. So, mehr wollen wir erstmal nicht. Jetzt lass uns mal hier weggehen, das ist mir zu laut. Anderthalb Minuten hätten wir noch unseren Fischsuppentrank da als Bonus. Aber naja, haben wir jetzt nicht. Jetzt weiß ich auch nicht gerade, wie es ist mit dem Fisch, ob der gut oder schlecht ist. Aber wir können das ja mal in der Küche jetzt checken, was für Filets das gibt, wenn wir die da bearbeiten. Wir müssten hier ein paar Möhren reinmachen, dann würden wir noch eine Leiche kriegen. Oder wie war das? Aber die wollen wir jetzt vielleicht auch gar nicht haben. So, gucken wir erstmal hier. Kochen wir. Eine Brachse braucht man da, oder wie das auch immer heißt. Weißes Fischfilet gibt es dafür. Naja. Aber da war einer zu viel. Dann lass uns den Fisch gerade noch hier zubereiten. Den können wir jetzt hier kochen. Das ist weißes Fischfilet, weißes Fischfilet. Ja, okay, da kann man überall weißes Fischfilet nutzen. Und sonst? Jetzt haben wir hier natürlich das möglich, ne? Ist mehr Zeit, einen Fisch einzufangen. Und 30 Energie gibt es da auch noch. Lass das mal alles so, wie es ist. Das bringt mir jetzt gerade nichts. Wir haben schon den grünen Bereich. Ist schon der Kollege da? Ja, da ist er schon. Dann wollen wir mal versuchen, ihn zu überzeugen, ne? Ich habe keine Probleme, dass du hier bist. Vielleicht kann ich dir sogar helfen. Du siehst nicht besonders nützlich aus, aber ziemlich harmlos. Hilf mir dabei, dieses Tor zu öffnen. Ich habe die Anweisung und muss anscheinend einen Schlüssel finden. Meine Dietrich funktionieren hier nicht. Bring mir den Schlüssel und dann reden wir fertig. Ihn an oder ich finde ihn. Ist mir egal. Okay. In Ordnung, ich brauche auch etwas, das sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich helfe dir. Nimm diese Anweisung. Gib ihm den Schlüssel. Okay, wir haben jetzt die Anweisung. Können jetzt erstmal gehen, weil den Schlüssel habe ich jetzt nicht dabei. Das ist die Frage, wir können ja mal gerade hier in der Kiste gucken, weil die als nächstes da ist. Hatte ich den hier reingelegt? Natürlich nicht. Jetzt muss er einen Schlüssel haben. Ich glaube, ich brauche den Schlüssel, die Anweisung und dann Kirchentisch, ne? Ne, da wird es nicht sein. Hier ist er auch nicht. Jetzt pass mal auf, jetzt ist der Schlüssel verschwunden wahrscheinlich, ne? Oh, wo ist denn jetzt der Schlüssel? Bitte schön, da. Passt. Ob wir das jetzt auf die Schnelle schaffen, ist natürlich die nächste Frage. Aber vielleicht klappt es ja noch, bis der weg ist, ne? Es wird gleich schon Tag, oder ist das erst der Tag? Ne, ich glaube, das ist erst der Tag, ne? Jetzt pass auf, jetzt fehlt mir irgendwie was anderes hier, um das zu machen, ne? Nee, es passt wohl. Arbeiten. Wärterschlüssel. Okay. Jetzt schnell zur Schlange hin, bevor der abhaut. Hier ist der Schlüssel. Aufgabe beendet. Geschichte haben wir auch wieder gekriegt. Endlich einen Schritt weiter. In Ordnung. Geh du vor. Wie, ich soll vorgehen? Ich werde Ihnen ein blödes Grinsen noch vom Gesicht hauen. Okay. Ja, da ist ja jetzt hier schon mal ein neues Teilchen. Wird immer größer. Von wem redest du da? Ich rede von allen. Komischer Kerl. Oh, ich glaube, da ist, wonach ich suche. Leider konnte ich das nicht lesen, was er da oben. Was war das? Du bist tot. Wieso bin ich tot?
Das kann ja jetzt nicht wahr sein, oder? Also ich konnte, glaube ich, nicht steuern, meine ich. Aber hier ist jetzt offen. Ich weiß nicht, wo Schlange jetzt hin ist. Okay, der ist da oben. Wow, Mann, wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, ich bin einfach zurück zu meiner Hütte gegangen. Na toll, daran sollte ich mich langsam gewöhnen. Solche Dinge passieren mir ja ständig. Du bist so ein nutzloser Idiot, obwohl du unsterblich bist. Das ist echt nicht fair. Ich hasse dich. Wie bitte? Ich hasse dich. Lass mich das kurz aufschreiben. Friedhofswärter kann nicht sterben. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Da du deinen unsterblichen Hintern hier geschafft hast, habe ich entschieden, dass ich in diesem Kerker nicht sterben will. Er ist gleich hier, den gab es schon lange bevor die Kirche gebaut wurde und niemand weiß, wie tief er ist. Vor der uralten Abmachung nageln sie Ketzer an und die Wand und verbranden ihre Beine. Wie kann ich helfen? Ich habe meine Quellen, deshalb weiß ich immer, wo ich die Dinge, die ich brauche, finden kann. Und an diesem Punkt meines Racheplans finden sich viele Dinge, die ich brauche in diesem Kerker. Zunächst brauche ich von einem Eimer voller Blut und 5 blutige Nägel. Du solltest sie in der ersten Ebene finden, dort wo die Heiden gefoltert werden. Klingt so, als stünde da jemand um Hilfe. Bist du da? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Dieser Ort verbirgt viele Dinge. Ist mir eigentlich egal, es sei denn, es hat mit meinem Plan zu tun. Jetzt geht er da wieder hin, oder was? Ich sollte mal nachschauen. Hier ist alles kaputt. Heiliges Kanonenrohr. Tatsächlich, was für eine nette Überraschung. Ich freue mich endlich mal wieder jemanden zu sehen. Bist du am Leben? Brauchst du Hilfe? Sagen wir mal, ich bin bei Bewusstsein und ich freue mich sehr über deine Hilfsangebote. Mein Name ist Gunther. Soll es rechts irgendwo ein Hebel sein? Hab ihn. Toll, ich bin verwundert, dass das noch funktioniert. Willst du mich jetzt bitte einmal mit deinem Schwert schlagen? Kannst du mir erstmal Fragen beantworten? Schlag mich bitte erst, ich habe schon so lange nichts gefühlt. Neue Aufgabe. Schlage runter mit einem Schwert. Na super. Habe ich gemacht. Oh, das tut gut. Das erste Gefühl nach so langen Jahren. Jetzt beantworte ich deine Frage gerne. Wer bist du? Warum sollte ich dich schlagen? Und in meinem derzeitigen Leib fühle ich nichts. Zunächst war das wie ein Albtraum, aber dann fand ich heraus, dass ich noch immer Schmerz empfinden kann. Fühlt sich nicht wie Schmerz an, eher wie eine sanfte Brise, aber das ist alles, was ich habe. Ich kann dich nochmal schlagen, wenn du willst. Das ist nett von dir, vielleicht später. Nach so vielen Jahren waren deine Schläge wahrscheinlich ein Vergnügen. Es wird ein paar Jahre dauern, bis ich wieder ein solches Vergnügen verspüren kann. Und ich habe noch ein wenig Fleisch auf den Knochen. Es wäre zu schade, sie zu vergeuden. Wer bist du? Wie gesagt, ich bin Gunther. Bist du tot? Komplizierte Frage. Ich selbst würde mich eine transitorische Person nennen. Aber allgemein nennt man uns Untote. Bist du zu einem Transistorischen geworden? Halt, stopp! Das Spiel hat sich aufgehangen. Die Maus ist nicht mehr am Zeiger. Oh Mann. Jetzt muss ich gucken, dass ich da wieder reinkomme, ey. Oh, ja, da hat's geklappt zum Glück. Wissenschaft und ein wenig Magie. Der alte Meister hat mich gemacht. Nun ja, eigentlich hat er viele von uns gemacht. Arbeiten meine Brüder noch auf dem Friedhof? Nein, ich glaube, es gibt nur noch mich, dich. Übrigens, ich bin der neue Friedhofswärter. Oh, dann machen wir ein paar Brüder. Sie werden dir eine große Hilfe sein. Wie mache ich andere Transistorische? Sind die dann so wie du? Wie können deine Brüder mir helfen? Oder es ist einfach, du findest die Blaupause für einen Wunder-Wiederbelebungstisch auf dem Regal zu deiner Linken. Irgendwo sollte hier auch noch ein paar Flaschen mit den Hauptzutaten für die Wiederbelebung rumliegen. Du kannst immer mehr am Alchemietisch machen. Kennst du das Rezept? Nun, die zweite Zutat ist Blut. Bin mir nicht ganz sicher, was die erste war. Irgendein Pulver, glaube ich. Nein, nein, ich bin einzigartig. Irgendwas ist falsch gelaufen. Ich bin zu schlau. Deshalb hat mich der alte Meister hier angekettet. Ich habe nichts dazu gepasst. Ich bin schon so lange hier angekettet, mein Fleisch ist zu gammelig, aus dem Maki ist hier irgendwie.
Können deine Brüder mir helfen? Oh, die können einfach Aufgaben für dich erledigen. Ah, wenn du ihnen euch die Ausrüstung gibst, können sie Ressourcen für dich sammeln und sie sogar transportieren. Welche Ausrüstung? Ich glaube, ein Zombie ist irgendwie unter den Felsen auf dem Weg zum Wald vergraben. Du kannst ihn ausgraben und dir seine Ausrüstung anschauen. Krass. Okay, hier soll irgendwas vergraben sein. Blaupause, Auferstehungstisch. Okay. Zombiesaft. Nehmen wir erstmal mit. Wer weiß, wofür es gut ist, oder? Kaputter Schrank. Kann ich den auch heile machen? Wahrscheinlich nicht. Schade. Hier geht nichts. Da geht nichts. Hier sieht es auch nicht so aus, dass gerade... Doch, da. Oh, der repariert das, oder was? Nee, der macht's kaputt. Metallschrott, Balken, einfache Eisenstücke. Okay. Den Stuhl kann man nicht heile machen. Kann ich hier irgendwo was? Nee, kann ich nicht. Kerzen anmachen wäre vielleicht cool, oder? Gucken wir mal hier weiter. Hier ist auch nichts los. Vielleicht kommt das später, weiß ich nicht. Aber hier war jetzt nichts machbar erstmal. Na, hier kann man auch noch wieder was abbauen. Balken und einfaches Eisenstücke waren das. Hier geht nichts. Jetzt ist nur die Frage, wie ich da dran vorbeikomme, oder? Geht. Aha, ich habe das Wärtertagebuch. Ich glaube, das brauchte der Dingens, ne? Der Apollo da. Okay, ist der noch da? Der steht da noch. Okay. Was gibt's hier? Bauen. Schädel in der Wand, Schädelsäule. Sehr interessant. Am Designtisch. Auch geil, oder? Und da oben kann man reingehen, oder was? Reden. Betreten. Gib ihm die Eimer mit voller Blut, gib ihm Luna, rede über das Geschäftliche. Man hat mir gesagt, dass du mir illegale Dinge besorgen kannst. Aber wenn du das gehört hast, muss das ja stimmen. Aber eine Hand wäscht die andere. Ich brauche ein königliches Siegel. Okay, das Zeug, das ich suche. Und wenn ich da jetzt reingehe? Naja, machen wir nicht mehr. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir das. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf euren Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.